Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Wie ihr sehen könnt, am Hintergrund Ausparsing. Es ist dreifach Staub-Event, zumindest für Wasser, Pokémon. Deswegen dachte ich mir, nutze ich das aus, fahre ein bisschen Staub, damit wir wieder ein paar Pokémon pushen können, weil ich habe echt vor, eine Menge Wasser-Pokémon zu pushen. Aber hier haben wir erstmal 8 bis 9, 10 Kilometer, ja. Ich habe die Super-Inkubatoren gekauft, die große Box, habe alle meine 10er da reingeschmissen. Und der normale ist, glaube ich, 100 Meter hinten. Porygon, schade. Schauen wir mal den Staub. 6000, puh. Und natürlich auch Doppelbonbon, Doppelstaub aus den Eiern. Kurz IV-Check für euch, Moment. Auch wenn ich es nicht mehr brauche. Zack, okay. 1750. Ah, den hätte ich zum Entwickeln behalten können. Weil damit die Bonbons runtergehen. Ah, okay, das war ein Fehler. Und Palimpalim, mein drittes überhaupt. 5000 Staub, paar Bonbons. Ah, really strong, schade. Schade, schade. So, Nummer 3 ist Lavita. Perfekt für den C-Day. 5,17, komm, gib ihn mir. 94, really strong attack. Ah. Nee, danke. Da suche ich mir was Besseres aus dem C-Day. Vor allem sind die Eier nur Level 20. Da geht auf jeden Fall was Besseres. Oh, Lavita, komm. 5,17 für den C-Day. 4,95, 5 WP besser. Und Tag immer noch strong. Genau derselbe Satz. Weg mit dir. So, nächstes Ei. Und oh, Knackleon. Der soll ja angeblich auch als Ziel der Pokémon kommen. 609. Leider nicht. Attack und Defense. Naja, zwei Werte auf 15. Muss ich mal abchecken, wie viel IV der hat. Aber ich dachte, 100er wäre ein bisschen höher. Deswegen kann der eigentlich nicht 98 sein. Und noch einer. Wir hatten gerade 609. Der hat 601. Das heißt, wir können den direkt wegschmeißen. So. Noch eins. Kindwurm. 601 oder so. 602. 583. Leider nicht so. KP. Ja, der kann weg. Wir kriegen eine Menge Staub, eine Menge Bonbons. Das ist schon geil. Und hier sind viele Stops, das heißt, ich kann wieder direkt nachladen und dann hoffentlich wieder ein paar Sachen brüten. Nochmal Knackleon. 611, wir steigern uns. Ja, der davor mit zwei Werten 15 war niemals 98. Der hat nur einen Wert auf 15 und hat nur 611. So. Also ich glaube, der unendliche Inkubator ist jetzt auch bereit. Ah, den brauche ich jetzt nicht, vor allem weil Wasser-Event ist und der ab und zu mal spawnt. Jetzt seht ihr, ich habe definitiv genug Bonbons, um mein 100 auf Max zu pushen. So. Okay, und das war's. Hinten ist noch ein 5er Raid, den nehmen wir gleich noch mit. Wir schauen mal, wie viel Staub ich jetzt habe. Gestartet bin ich heute mit 6.050.000. Jetzt habe ich 110.000 gemacht, aber das auch dank den Eiern. Eier bin ich jetzt vollkommen blank. Schauen wir mal, was sonst noch so geht. Ich fülle jetzt erstmal meine Eier wieder auf. Wir gehen noch ein paar Runden, mach den Raid und dann check ich wieder, was so geht. That's good.
So, gerade den Kyogre Raid am Bahnhof mitgenommen. Wie immer, sehr viele Leute am Start. Nichts Besonderes, kein Shiny. Jetzt haben wir hier das erste Event 2-Ei. Und ich habe festgestellt, es kommen nur 2er. So. Schade, ich dachte, es kommt was Klassikeres. Staub, wie viel bekommen wir? 2000, nicht schlecht, brauchen wir uns 18. Naja. Auf jeden Fall, es kommen nur 2er. Was ich sehr schade finde, weil ich stecke meine Superinkubatoren, also meine 2er, nicht in die Superinkubatoren. Und ich hoffe, ihr macht das auch nicht, weil das ist eigentlich ziemlich verschwenderisch. Sprich, ich habe jetzt ganz viele Inkubatoren, aber keine Eier zum Reinstecken. So, das war's wieder aus Parsing. Hab kurz vorbeigeschaut, bisschen gefarmt, bisschen Staub gemacht, paar Eier gebrütet. Also was heißt paar? 9 x 10 Kilometer Eier, nach langem mal wieder. Doppelbonbon aus den Eiern und Doppelstaub. Das war schon richtig geil. Gebrütet habe ich aber nichts allzu Gutes. Ja, eigentlich gar nichts Gutes. Aber die Bonbons nehme ich gerne mit, von allen Sachen. Und vor allem den Staub natürlich. Jetzt, was sehr enttäuschend ist, während des Events kommen nur 2 Kilometer Eier. Und in den Boxen gibt es halt die Superinkubatoren. Und ich werde meine Eier sicher nicht da reinstecken. Ich hatte echt vor, eine Menge zu brüten, viele Boxen zu kaufen und echt durchgehend zu brüten, aber werde ich wohl nicht machen. Ich laufe nur mit dem Unendlichen rum und brüte immer 1-2 Kilometer Eier, das war's. Ich habe um die 200.000 Staub gemacht, nicht ganz 180 oder so. Und die werden wir direkt wieder ausgeben, weil es gibt echt eine Menge Wasser-Pokémon, die ich noch vorhabe, während des Events zu maxen. Fangen wir mal hier an mit einem Goldini, einfach so, weil das, glaube ich, eines der höchsten ist und ich dadurch am wenigsten erstmal verbrauche. So, also IV-Check erstmal für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. So, 220 müsste auf jeden Fall reichen, also der ist bei weitem über Level 30. So. Hängt ein bisschen. Entwicklung geht nicht durch. Es will sich nicht entwickeln. So. So, nee, geht nicht. Fehler. Alles klar. Aber es hat sich, glaube ich, entwickelt. Da ist es ja. Da ist mein Goldking. Es hat nur die Animation geskippt. Vom Megahorn können wir wegmachen. Wir haben genug Items. So, Megahorn weg. Zumindest 2 Wasserattacken. Auch wenn das jetzt für Golking irrelevant ist. Also ich hoffe, er kann überhaupt 2 Eisattacken. 2 Wasserattacken. Ja, kann er. Okay. So. Jetzt können wir ihn pushen. Dürfte nicht allzu lang dauern. Also das Goldini war schon relativ hoch mit 800 WP. So. Jetzt haben wir es. Hoffentlich. Ja, jetzt haben wir es. Auf zum Pushen. Was habe ich alles vor, während des Events zu pushen? Entogon, Starmie, Lamus, Lashoking, Quappo, Quaxo, Yugong, Zedraking. Es gibt so viele Wasser-Pokémon. Habe ich Entogon schon gesagt? Ich glaube nicht, oder ich glaube schon. Dann natürlich von Gen 2 ein paar Sachen. Milotic von Gen 3. Felino oder Morlot, besser gesagt. Den habe ich schon angefangen zu pushen mal. In einem Livestream muss ich noch zu Ende pushen. Damals hatten wir nicht genug Bonbons im Livestream. Zweites Kyogre natürlich zum Abschluss. Mushas, das Event-Pokémon. Weimar haben wir schon. Also wir haben auch schon bereits viele Wasser-Pokémon gemaxt. Hibiscus haben wir auch schon. Weimar haben wir schon. Amoroso, Kabutops haben wir schon. Wir gehen gleich mal die Liste durch, was ich alles auf Max pushen will noch. Aber ich glaube, das war's so. Waren ja bereits schon fast 10 Pokémon. So. Kommt wenigstens über die 2000, also das kann nicht jedes Pokémon von sich behaupten. So. 1967. Ich glaube, da ist mein Vater geboren. So, 1982. Kenne ich da jemanden? Nee. 1997? Nee, kenne ich auch nicht. Okay. 2011? Auch nicht. Bonbons haben gereicht zum Glück. So, ein Push noch. Und Max Goldking. 2040. Ba-bam. 2 Wasserattacken aus dem Jahr 2017. 19.8.
Was war am 19.8.? Naja, keine Ahnung. So, was für Wasser-Pokémon können wir noch? Den hier natürlich, aus Gen 3. Wenn die Bonbons reichen, reicht glaube ich noch nicht ganz. Mantax, genau. Mantax auf jeden Fall noch. Valreiser. Kingler. Oh ja. Auf jeden Fall echt noch eine Menge, die wir auf Max pushen wollen. Lantern, genau, den will ich unbedingt auf Max pushen. Den finde ich echt geil. Also wir haben da echt noch eine Menge vor. Das heißt, wir müssen noch eine Menge Staub sammeln. So, wir haben noch eine Menge vor. Eine Menge Staub müssen wir farmen. Das machen wir gleich hier mit dem Yugo. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so läuft mit dem Event. Habt ihr schon ein paar klasse Sachen gebrütet? Habt ihr schon ein paar klasse Wasser-Pokémon gefangen? Und ansonsten vergesst nicht, Pokémon ist serious business.